Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute sind wir hier im schönen Arental und zwar beim Deldra Bogensport. Hier seht ihr es da hinten, das Deldra Bogensport, ein schöner 3D-Parcours. Ich bin aktuell hier beim Einschießplatz. Beim Einschießplatz, hier ist dann das Vereinsgelände und ich zeige euch heute ein paar Eindrücke von diesem Bogenparcours. Der ist gelegen im Bustertal, im schönen Arental, und zwar in St. Jakob im Arental, also ziemlich am Talschluss. Und heute ist so ein wunderschöner Tag. Ich nehme euch gemeinsam mit auf die Reise durch den Parcours. Ja, leider hat es mir bei der Originalaufnahme hier etwas das Mikrofon ausgeschalten für ein paar Videos. Deshalb hier der nachfolgende Ton. Also wir sind jetzt hier rechts vom Einschussplatz losgegangen und bewegen uns jetzt zum Abschusspflug Nummer 1 zu. Ja, und wie ihr das sehen könnt, ist das erste Ziel gleich ein wunderschöner Trolldog von der Firma MM Crafts. Und dann kommen wir mal zum ersten Schuss. Ein Bergabschuss, ganz schön gelegen, und das Gelände dahinter ist auch ganz hübsch ausgemäht. Ja, hier seht ihr, wie hübsch das dahinter ausgemäht ist. Also das Pfeile suchen, auch wenn man mal daneben schießen sollte, das ist echt ein Vergnügen hier. Und auch der Einschlagwinkel der Pfeile ist recht steil. Hier ist es mir noch gelungen, ein Außenkill zu schießen. Ja, dann geht es weiter, dieses sogenannte Bärental hoch. Und da ist dann durch die Büsche so ein ganz schöner Pfad ausgemäht und auch weiter oben im Wald, wo es dann steiler wird, da sind die Wege sehr schön und absturzsicher, alle schön mit Gelände ausgestattet und versichert. Ja, da biegen wir jetzt in dieses recht steile Waldstück rein, aber man merkt die ganze Steilheit gar nicht, weil die Wege echt hübsch angelegt sind. Und wenn ihr gut schaut, dann seht ihr da oben einen Hasen, den man vom Fuchs retten sollte, also zu schießen. Ich habe da den Fuchs ausgewählt zu schießen und habe ihn auch schon. Also der Hase hat es überlebt. Jetzt gehen wir mal nach oben weiterschauen. Dieser Parcours, der bewegt sich auch in einer Acht durch den Wald, also in zwei Schleifen. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, jetzt bei diesem starken Sonnenschein zuerst die eher schattigere Schleife zu gehen, wo man viel im Wald ist. Und danach kommt die sonnigere Schleife unten am Hang unterhalb des Hauses los. Ja, und es sind auch hier, wie diese Kobolde hier, sehr schön und liebevoll gestaltete Abschüsse oder auch Stationen. Hier ein sehr hübsch gestalteter Bärentalbanner. Ja, und in diesem Tal hier, da ist jetzt ein Eulenschuss so leicht abwärts gelegen, und auch dahinter seht ihr, der ist da schön, die Eule ist da schön da drinnen liegend unter diesem schrägen Ast da hinten. Also das ist ein wunderschöner Schuss. Jetzt werde ich mal schauen, wie ich sie treffen werde. Ja, und schon habe ich sie. Also da seht ihr jetzt auch, wie viel Augenmerk hier wirklich auf Pfeilfänge gelegt wird. Hier ist ein doppelt gelegtes Pfeilfangvlies vor der Eule und auch dahinter noch ausgemäht und die Eule auch in einem steilen Winkel nach unten zu schießen. Also sehr sicher das Ganze für eure Pfeile. Also da braucht ihr euch echt keine großen Gedanken machen. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Hier noch ein kleiner Blick auf die Eule. Ja, und dieser Schuss hier, der hat mir auch sehr gut gefallen. Und zwar ist dieser Schuss hier auf einen ganz schön gelegenen Luchs. Einen Luchs. Und dahinter seht ihr jetzt gleich zur Linken, wie der Steig oder halt der Weg dann hier liebevoll und ganz sicher schön angelegt wurde, wo es dann weitergeht im Parcours. Ja, und hier nähern wir uns jetzt dem oberen Ende dieses Talweges, und hier geht dann der erste Schuss wieder auf die Wiese raus, und zwar auf diese beiden Rehe. Und weil ich ja ein Tiroler bin und weil sich Tiroler mit schwierigen Schüssen leichter tun, habe ich mich hier entschieden, das schmale Kill am Arsch zu wählen, anstelle den dahinterliegenden Rehbock oben zu schießen, der schön die Breitseite zuschaut, zuzeigt zu uns. Dieser wäre einfacher gewesen.
Ja, und weiter oben geht es weiter, dieses Bärental entlang, und da sieht man auch schon die schöne Szenerie, wo sich ein Wolf und ein Bär gegenseitig anbrüllen und anheulen. Und das ist echt so ein riesengroßer Grizzlybär. Ich werde mich da jetzt daneben hinstellen und dann seht ihr genau, dass dieser Grizzlybär dann immer noch einen Kopf größer ist als ich. Also schön ein riesiger, prächtiger Bär hier zu schießen in diesem Tal. Ja, und hier sind wir auch schon am höchsten Punkt von diesem Parcours angelangt. Von nun an geht es bergab und wir werden jetzt auch bald wieder auf diesen Forstweg runterkommen. Und von diesem Forstweg geht es dann los wieder auf die Wiese hinaus und dann von der Wiese aus abwärts bergab, bis wir eben wieder bei der Ausgangslage sind. Und von da geht dann die zweite mögliche Parcoursrunde los. Ja, und man sieht hier wirklich von den hohen Berggipfeln bis ganz hinunter ins Tal eine wunderbare Aussicht und einen schönen Weg. Hier wird teilweise ein Forstweg verwendet und dann kommen wir jetzt schon zum Abschussflock Nummer 13. Hier für Compoundschützen. Oh, ein fliegender Adler. Und hier der Pflock für erwachsene Bogenschützen mit einem Recurve oder Langbogen. Und da sieht man da hinten echt einen wunderschönen fliegenden Adler. Das war jetzt noch ein ganz knapper Schnabelschuss. Ich habe mich ein bisschen verschätzt. Ich habe den etwas näher eingeschätzt und dann habe ich ihn schön in der Kill-Linie in den Schnabel geschossen. Ja, auch hier vorne ein wunderschönes Bänklein zum Verweilen. Das gehört jetzt nicht zum Bogenparcours, aber man kann da natürlich trotzdem sitzen. Und da unten seht ihr den fliegenden Adler, der da gerade runtertaucht, wahrscheinlich um eine Feldmaus zu fangen oder so. Nein, ein Eichhörnchen zu schnappen, das sah ich vorhin gar nicht. Und halt meinen Schuss in den Schnabel. Ja. Hier den Schuss in den Schnabel und hier das Eichhörnchen, das bald gefressen wird. Ja, man könnte auch sagen, der Adler hat meinen Pfeil im Flug gefangen. So wie er da drinnen steckt. Das war echt ein ganz, ganz, ganz knapper Treffer. Ja, und hier sieht man nochmal den Super Backstop aus doppeltem Pfeilfangvlies. Und auch hier wurde die umliegende Bergwelt perfekt mit eingebunden. Hier seht ihr mal den heimischen Rothirsch und den Adler, der hier auch heimisch ist. Und im Hintergrund die wunderschöne Bergwelt des Ahrntals. Und da unten, da sieht man den Startpunkt des 3D-Parcours. Wir sind jetzt so links diesem Tal entlang nach oben gegangen und kamen dann hier vom Wald raus. Und hier seht ihr auch gleich den nächsten Prachtschuss, nämlich ein Rothirsch in der Mitte der Wiese, der so in röhrender Position ist. Es schaut hier natürlich sehr weit aus beim Video, aber es ist jetzt nicht ganz so weit. Also wir sind da auf jeden Fall noch in der IFA-Entfernung drinnen, auch vom Compoundflock weg. Also das wird so um die, ich denke mal, das wird so um die, ja, hier so 48 Meter sein und vom Compoundflock denke ich so Maximalentfernung und das Ganze bergab zu schießen. Ja, der Schuss war nicht ganz einfach. Er steht etwas gedreht und so, ich würde mal sagen, so 40 Grad bergab zu schießen. Der Weg ist natürlich nicht so steil. Da ist eine wunderschöne Schleife gemacht für den Weg. Also echt für trittsicher. Und man kann da bei jeder Witterung gehen. Es sind auch daneben ist alles schön ausgemäht, also sehr gepflegt. Und ich hatte den ersten Schuss drunter, den zweiten knapp über den Rücken und den dritten dann am Ziel drauf. Drunter, daneben, drauf. 3D-Schießen sozusagen. Ja, da oben ist der Abschuss. Und dann seht ihr mal hier den Einschlagwinkel der Pfeile. Der drunter und der drübere. Und wirklich alles sehr schön ausgemäht. Also man muss hier nicht Pfeile suchen im hohen Gras. Und der Hirsch, der spricht für sich. Ja, und wir sind jetzt auch schon fast am Ende der ersten Hälfte des Parcours. Es geht jetzt hier hinunter.
Richtung Ausgangspunkt und es ist da jetzt noch auf dieser Wiese, da ist noch ein Abschusspflock und danach kann man sich selbst entscheiden, ob man jetzt den Parcours jetzt abbrechen möchte, dann ist man direkt am Parkplatz oder ob man noch die zweite sonnige Hälfte des Parcours gehen möchte. Ich finde das auch toll hier, dass hier eine schattige Runde ist und eine Sonnenrunde. So kann man je nach Wetter und Temperatur kann man sich eben die gewünschte Runde aussuchen. Ich denke mal so, im Sommer, im Hochsommer, wenn es so richtig heiß ist und man gerade vor Mittag ankommt, dann bietet es sich natürlich an, zuerst die schattige Runde zu gehen und am Nachmittag, wenn es etwas kühler wird, die Sonnenrunde. Und jetzt im Herbst, da bietet sich überhaupt die Sonnenrunde so an zum Genießen. Und wenn es bewölkt ist, dann kann man sowieso beide machen. Ja, dann geht's auf in die zweite Runde. Ja, hier sind wir jetzt neben dem Einschießplatz und hier ist von der ersten Runde die letzte Station. Und zwar sind hier eine Schneckenstation. Diese kleine da, die habe ich mal nicht geschossen. Und dann gibt es noch diese hier. Diese habe ich gezielt. Gut, dann auf in die zweite Runde. Ja, und hier geht es nun ein Stück weiter. Ab in die zweite Runde. Achtung, Bogensportgelände und der Hahn macht auch mit. Und auch hier wunderschöne Wege, schön abgeriegelt und großzügig ausgemäht hier bei den Brennesseln. Und ihr seht jetzt hier in der Sonnenrunde, da sind wir etwas weiter unten im Tal und da geht es jetzt durch diesen Wiesenrand, geht es dahin. Da dahinter ist die Ausgangslage und hier geht es am Feldrand dahin, ab in die zweite Parcoursrunde. Da hinüber, hier die Kirche von St. Jakob und hier geht es talauswärts Richtung, zuerst Richtung Sint-Intafers und dann Richtung Brunneck natürlich. Hier am Feldrand die nächste Station, ein kleiner Braunbär. Auch wieder mit einem sehr großzügigen Backstop. Seht ihr ihn? Oder Schwarzbär. Ein Schwarzbärenjunges. Und danach geht es hier Richtung talabwärts. Hier auch sehr schön gelegen die zwei Spatzen. Der erste Pfeil ging etwas tief. Der zweite Pfeil war dann ein Kill oder ein Super, nein, Spot, kein Superspot. Und auch wieder diese zwei Spatzen sind wunderschön auf diesem Baumstamm und dahinter schöne Erde als Pfeilfang. So, jetzt ist hier am Waldrand auch ein Insekt zu schießen. Recht schwierig hier so knapp am Hang entlang, 30 Grad bergab. Und eine Wespe, die einem die schmale Seite, die schmale Körperseite zuwendet. Also nicht ganz einfach, doch wir werden mal sehen. Ich schätze die Entfernung so um die 17, 18 Meter wird es wohl sein. Und auch hier, ich schieße ja gerne WA3D-Turniere. Immer den Fokus drauf, dass ich zwei Pfeile exakt schön schießen kann. Das zu trainieren, denn bei der WA-Runde, dann schießt man ja auch im Turnier immer zwei Pfeile, die gleich zählen. Ja, hier ist der Abschusspflock, da bin ich gestanden und da geht es so schräg nach unten. Und hier im Finsteren drinnen, im Schatten, die Wespe. Aber guckt mal, jetzt wird es vom Licht her besser. Und ihr seht schön die beiden Pfeile. Der erste Pfeil war ein bisschen tief. Der berührte jetzt vom Außenkill die Linie. Und nach WA wäre der zweite Pfeil dann ein Elfer. Er berührt schön die Linie vom Innen-Innen-Kill. Ja, die Wespe. Und auch hier ein wunderschönes Backstop von so einem Strohballen. Also auch sehr pfeilschonend. Bei diesen schmalen Zielen, da gibt es eine Hassliebe. Einige, die lieben sie, weil sie gut Linien treffen,
Andere hassen sie, weil es oft knapp daneben geht. Ich versuche jetzt auch mal dieses schmale Ziel hier zu treffen. Also dieses Wiesel oder Marder oder was das ist. Ja, und natürlich, man hätte auch können dieses hier schießen. Das hat etwas mehr Körperfläche. Doch mir ist es gelungen, auch dieses hier zu treffen. Und sogar ins Innenkiel. Wow. Schaut euch mal diesen prächtigen Dammhirsch hier an. Sehr schön. Da unten sieht man jetzt den Fluss. Wir sind jetzt echt ganz weit unten hier am Hang. Jetzt befinden wir uns unterhalb der Kirche. Und dann geht es da jetzt weiter hinüber in Richtung Ausgangspunkt. Wow. Welche Szene hier. Ein Kojote, der einen wegfliegenden Fasan anjault. Noch von der hinteren Seite. Hier ist ein bisschen Gegenlicht. Doch man sieht schon die schöne Szenerie. Und was ich halt wieder betonen möchte, hinter den Zielen ist die Böschung gemäht. Das bedeutet, kein lästiges Pfeil suchen. Ja, ich sprach vorhin von der sonnigen Runde. Es ist ja heute ein extrem heißer Augusttag, aber auch hier, jetzt in der sonnigen Runde, sind ganz viele Wegabschnitte so am Buschwald entlang, also so am Wiesenrand. Da wäre eine Wiese in der prallen Sonne und hier der Weg immer wieder im Halbschatten, also ganz angenehm, auch in der heißesten Jahreszeit. Und im Frühling und im Herbst, da sind ja eh keine Blätter auf den Bäumen. Da hat man dann dementsprechend mehr Sonne, wo man es auch braucht. Von dem her, Abschlusspflug Nummer 22, lassen wir uns mal überraschen. Oho, seht, seht, eine schöne Wildschweingruppe da hinten. Ja, in so einem Fall haben wir ja die Mama. Mit zwei Frischlingen, dann habe ich mal versucht, hier diesen Eber oder Keiler, diesen Eber oder Keiler hier zu erlegen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so gelungen, so etwas weit rechts der Treffer, aber trotzdem habe ich ihn drauf. Ja, und es schaut total unscheinbar aus hier. Dahinter ist ein Holunderbusch, aber wie ihr seht, wurde auch hier keine Mühen gescheut, um ein Pfeilsuchen zu verhindern. Auch hier einen Backstop hinter dem Gebüsch versteckt, damit ihr nicht hier in diesem Gras drinnen Pfeile suchen müsst. Also echt, echt Komplimente dazu. Das gefällt mir sehr. Natürlich, ab einem gewissen Schießniveau, da schießt man ja nicht mehr so oft so weit daneben. Aber natürlich, wenn man hier mit Anfänger, mit Leihausrüstung durchgeht, dann vereinfacht das natürlich sehr das Pfeile suchen, wenn es mal daneben geht. Und für Anfänger ist das auch toll, denn auch bei Leihausrüstung, da muss man ja meistens die verlorenen Pfeile bezahlen. Und hier verliert man halt so gut wie keine Pfeile. Von dem her hat man es da mit der Miete des Materials von den Kosten her erledigt und man muss da wirklich seltenst mal einen verlorenen Pfeil melden oder so. Ja, und hier seht ihr mal den Compound-Pflock für dieses Wiesent da ganz hinten. Das ist ein cooler Weitschuss. Also das ist sicher Maximalentfernung, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Ich habe jetzt nichts zu messen mit. Ja, das könnte schon hinkommen. Irgendwas um die 60 Meter würde ich so schätzen. Und hier auch ein sehr sumpfiges Gelände. Und hier wurde wirklich eine Top-Brücke drüber gebaut, damit ihr schön mit trockenen Füßen dahin kommt. Und jetzt sieht man da hinten, hier, da ganz hinten. Zoom, zoom, zoom. Im finsteren Wald. Das europäische Wiesent.
Hier der Jugendpflock und der Kinderpflock und das wunderbare Wiesent. Wow, sehr prächtig und mächtig. Ja, wir nähern uns jetzt wieder der Ausgangslage, hier diesem Bauernhof Nummer 24. Und jetzt die letzten Ziele werden jetzt unter diesem Hügel unterhalb des Bauernhofes hier stehen. Auch hier wieder ein kletternder Marder, ein Fasan und eine kletternde Wildkatze. Cool. Die Wildkatze kann man durch dieses Holzgestell durchschießen. Das ist jetzt für alle, die ihre Pfeile gern riskieren wollen. Ich werde mich eher für den Fasan entscheiden. Ja, und hier sind wir nun im Wäldchen unterhalb des Hauses. Und hier, oh, hier sehen wir einen grimmig dreinschauenden Fliegenpilz. Und danach werden wohl noch die letzten zwei Stationen kommen zu schießen. Ja, da unten, da sieht man auch die Zufahrt zum Bogenparcours. Und diesen Abschnitt des Parcours, den sieht man dann auch, wenn man hierher fährt. Parken könnt ihr direkt vor Ort. Das hier ist die Werbetafel für den Bogenparcours. Und da ist jetzt die Nummer 27, ein schöner Hahn im Schatten. Und da geht's dann hoch Richtung Parkplatz. Und da ganz oben, da erkennt ihr vielleicht diesen Unterstand, wo am Anfang die Rehe gestanden sind. Ja, und es gibt hier den Carbonbiber, also den carbonpfeilfressenden Biber. Das ist so eine mutierte Art und der liebt eben Carbonpfeile zu fressen. Also passt gut auf euch auf, passt gut auf eure Pfeile auf. Wenn ihr welche im Fluss verliert, dann wird die wohl dann dieser Biber hier fressen. Ja, jetzt kommen wir hier wieder zum Ausgangspunkt. Und da seht ihr hier eben das Haus, wo der 3D-Parcours von den Teldra Bogensport losgeht. Und dann dahinter hier noch die 28. Station. Und zwar da hinten. Da muss man hier auf diesen Hochstand hochgehen, diesen hier. Und dann ist da hinten ein Frosch und auch ein Waran und ein Fisch im Wasser. Hier der Hochstand dazu. Und hier die Station im Wasser. Eine Forelle im Wasser. Eine Kröte würde ich eher sagen und dahinter der Waran. Ich werde die Kröte schießen. Ja, das war's soweit von meinem Video hier zum Bogenparcours Teldra Bogensport im St. Jakob im Arental in Südtirol. Es würde mich freuen, wenn ihr hier auch mal vorbeischaut. Das ist echt ein wunderschöner Parcours. Sehr zu empfehlen und in Südtirol sind natürlich ist ein optimales Urlaubsgebiet, so das lässt sich wunderbar mit einem Bogenurlaub verbinden, weil es ja mittlerweile echt viele 3D-Parcours in Südtirol gibt. Danke fürs Zusehen, hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Macht's gut und bis dann.